Platz Nummer 1 zwischen dem Neuzugang beim TV Hilpoltstein. Fedadov, der schlägt auf. Gegen den Linkshänder der Borussen aus Dortmund, Kirill Fadeev. Kopfball verdient. Der eigene Meister. Cuidado. Ja, das kommt jetzt ganz groß in Mode. Bleiben wir hier. Notwendig oder Psychopause? Da kann man nur spekulieren. Aber am Ende doch einen Ball zu wenig zurückgebracht. 13 zu 11 geht der erste Satz an den Linkshänder der Dortmunder. Alex Fleming mit heißen Tipps.
Neben sich sieht es ebenfalls nicht ganz so gut aus. Hermann Mühlbach hat den ersten Satz verloren gegen den ungarischen Altmeister Nagy, der hier wieder eine blitzsaubere osteuropäische Rückhand loslässt. Und wir wechseln mal. Nicht die Position, das mache ich immer dann. Wenn ein Rechtshänder und ein Linkshänder am Tisch stehen. Schiri Richard Güdel, links im Bild, aus Salzburg. Vale, go!
das hat sie nichts gebracht, die Auszeit. Noch 8-4-0, bis 8-8. Aber die Banane war schön mit viel Spin. So, dass der Block über den Tisch geht. Sind wir mal ein bisschen hergeschenkt im Satz. Da hatte man den Eindruck, er hat alles im Griff, 8-4 geführt und dann nur noch einen einzigen Punkt gemacht. Vielleicht haben ja die Heberer den schlechteren Pantomimen-Coach. Großes Kino, große Theatralik. Viele, viele Gesten. Und Wunsch und Zeit. Also wenn der mal im Tischtennis nicht mehr gefragt ist als Coach, dann kann er noch als Gestentrainer richtig viel Geld machen. Mit dem Rücken zur Wand, der Neuzugang, das TV Hübelstein, 0-2. Yeah.
Das gibt natürlich öfter mal, dass man hier die Schläger kann nicht kriegt. Aber sehr oft hängt es einfach damit zusammen, dass man nicht mehr richtig steht. Und in den längeren Ballwechsel ist Teresa B. sicherer und platziert den Gegner irgendwann aus, sodass er entweder überhaupt nicht mehr am Ball kommt oder eben in der Kante trifft. Ich weiß nicht, worum es da ging in der Diskussion, zumal ich nicht den Eindruck hatte, dass ein Punkt gezählt wurde. Wiederholung kann es ja nicht gewesen sein. Und da haben wir die drei Matchspiele. Hatte vier. Sichtbar der bessere Mann. Das Glück ist gestiegen, da hat er noch eine Kisskante. 11-7, 13-0. Große Tote 4. Nichts zu gewinnen. Übrigens, Vergehen, soweit ich weiß, hat er einen deutschen Pass. Könnte also auch bei eventueller Verbesserung relevant werden für den deutschen A- oder B-Kader.